oder der Bastelzeit. Heute mal wieder was aus der Reparaturecke und zwar das Ding hier. Ja, offensichtlich ein Monitor von Dell, 17.0 irgendwas FT. Ich sage euch gleich die Nummer. 1707 FPT, so heißt das Ding. Und ja, 17 Zoll, 4:3. Die Auflösung, ich glaube 1280x1024, wenn ich richtig im Kopf habe. Machen wir uns nichts vor, das Ding ist eigentlich schon lange überfällig und müsste mal entsorgt werden. Zumindest mal von den Funktionen, will heute keiner mehr haben. Ich benutze die aber trotzdem relativ gerne. Und zwar, wenn ich irgendwie Systeme an Ecken stehen habe, die jetzt eventuell nicht unbedingt so häufig benutzt werden, wo es reicht, wenn man ab und zu meine Textkonsole dann sehen kann. Das heißt also gerade so, wenn ich irgendwie einen Server in einem Schuppen oder so stehen habe, ne, dann ist hier sowas besser geeignet, als irgendwie einen guten Monitor dafür dann zu opfern. Gerade hier die bewahre ich gerne auf, weil die haben ein paar sehr schöne Sachen, die immer mal hilfreich sind. Und zwar, wenn wir unten hingucken bei den Anschlüssen, dann haben wir da ein paar Sachen, die wir heute eher selten finden. Und zwar, wir haben das Netzteil direkt integriert, also kein externes Netzteil nötig. Wir haben sowohl VGA als auch DVI. Und DVI lässt sich recht einfach umsetzen auf HDMI. Und damit hat man die meisten Geräte heutzutage abgedeckt, gibt es Kabel für. Dann hat das Ding auch noch, hier dieses, das ist ein Stromausgang, in dem Fall mit 12 Volt DC. Den kann man recht universell benutzen, wenn man sich ein bisschen zurückhält beim Strom. Offiziell ist der für was anderes gedacht, und zwar hier oben diese beiden Clips. Da kann man noch eine Lautsprecherbar hier unten dran machen, hätte dann auch Sound. Der hat dann einfach ein Klinkenkabel plus einen, der hier reingeht. Dann geht der Lautsprecher mit dem Monitor an und aus. Und das hier... Ein USB-Hub ist hier noch integriert, müsste USB 2 nur sein. Haben einen Eingang, zwei Ausgänge hier und, das Ding mal drehen, an der Seite auch nochmal hier zwei Ausgänge. Gerade die an der Seite sind relativ praktisch, wenn man schnell was einstecken muss, irgendwie so seriell oder so. USB-Sticks natürlich nicht so dolle, weil nur USB 2, aber hey. Das heißt also, deswegen möchte ich den gerne weiter benutzen. Und noch nicht der Entsorgung zuführen. Und wichtig, ja bitte, wenn ihr so Monitore habt, bringt sie wirklich zum Recyclinghof, zum Wertstoffhof oder was auch immer bei euch zuständig ist. Wenn wir nämlich mal hinten aufs Schild gucken, dann sehen wir hier schon das böse HG-Logo und nochmal groß sogar draufgeschrieben, Lamps contain mercury, dispose properly. Hier sind bei älteren Monitoren häufig Kaltlichtkathoden verbaut, die haben Quecksilber drin und Quecksilber ist halt etwas, was man jetzt vielleicht nicht in der Umwelt verteilen wollen. Wie gesagt, will ich auch nicht, aber er liegt hier, also ist irgendwas nicht in Ordnung. Und was nicht in Ordnung ist, können wir relativ schnell feststellen, wenn wir den hier einfach mal einstecken. Wenn ich das nämlich tue, passiert das hier. So, was haben wir? Grüne Lampe, geht an. Display Perfection, gut. Digitale Eingabe, Funktionstest. Klappt alles, also Monitor selber geht ja. Wenn wir jetzt hier unten hingehen, kann ich auch hier drauf gehen, analog, digital, kann ich hin und her schalten. Also offensichtlich klappt auch das, Menü müsste auch funktionieren. Ich glaube, das geht nur, wenn er Signal hat, deswegen komme ich jetzt hier nicht rein. Was aber nicht geht, ist ausschalten. Ja, das ist ein bisschen suboptimal, ich kriege den Monitor nicht mehr aus. Was ich aber auch schon merke, wenn ich hier drauf drücke, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, probieren wir das mal. Aber der Powerschalter hier, nö. Klicken, kein Klicken. Ich denke, damit ist dann die Fehlersuche relativ überschaubar. Hier wird der Knopf einfach kaputt sein. Na gut, schauen wir mal, ob wir das Ding hier auseinander bekommen. Hier ist so ein Dell hatte ich tatsächlich noch nicht offen. Normalerweise klippt man das Frontbezel raus. Könnte funktionieren. Könnte nicht funktionieren. Ja, probieren wir uns einfach mal. Ich probiere es jetzt blind. Mit Glück gibt es online auch irgendwo etwas, wo man da direkt sehen kann, was man auseinandernehmen muss. Aber für online müsste ich mir jetzt einen PC suchen. Das heißt also, versuchen wir es erstmal ohne. Wenn es nicht geht, dann gehe ich auf die Suche. Ja, das hier sieht schon mal eher wenig erfolgversprechend aus. Kommt man nirgendwo sinnvoll rein.
Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich die Rückseite erst abnehmen. Hier sind nämlich 4 Schrauben. Und normalerweise ist hier halt der Ständer dran, der wird nur reingeklippt. Hiermit kann man den entriegeln. Das ist ein ganz praktisches System, weil man es halt so schnell von A nach B bekommt. Und ja, wie man sieht, wenn wir den Ständer abmachen, hat man hier drunter die Schrauben. Mal gucken, ob die klappen. Kann auch sein, dass das einfach nur Platzhalter sind für eine Wandhalterung. Die hat man ja meistens häufig an der Rückseite. Kommt mir zwar ein bisschen groß jetzt für die Monitorgröße vor, aber sicher ist sicher. Eventuell geht nämlich jetzt hier irgendwie dieses Silberne ab. Aber leider auch nur eventuell. Okay, jetzt ist die große Preisfrage, haben wir hier Clips oder nicht? Ja, ich habe es klippen gehört. Hier sind Clips. Okay, dann versuchen wir uns mal mit etwas Glück. Finden wir ausreichend Clips, dass das Ding auseinander geht. Mit Pech halt nicht. Entweder sind die Clips sehr stark oder da sind von der anderen Seite doch noch irgendwo Schrauben drin. Hatten wir eigentlich schon die obligatorischen Sicherheitshinweise? Bitte zerlegt das Ding nur, wenn ihr grob wisst, was er tut. Denn gerade hier bei dem, wir haben ja eben gesehen, hier geht das 230 Volt Kabel direkt rein. Das heißt also, im Inneren von hier dem Monitor, da steckt ein komplettes Netzteil. Das heißt aber auch, dass hier im Inneren Spannungen teilweise zu finden sind, die definitiv nicht im Bereich von Schutzkleinspannung sind. Das heißt also, das ist gefährlich. Gerade bei 230 Volt, wenn wir das gleich richten, wo sind wir dann irgendwo bei 300 Volt, so um den Dreh, möchte man nicht dran packen. Und vor allen Dingen, Kondensatoren können, je nachdem wie das Ding designt ist, durchaus, auch wenn man ausgesteckt hat, noch über einen längeren Zeitraum Spannung halten. Es ist dann zwar nicht ganz so gefährlich wie eingesteckt, aber man möchte es auch nicht haben, um mal so rum zu sagen. Das zwiebelt ganz schön. Und man kann halt nie 100% sicher sein, dass das, was man dann abkriegt, tatsächlich so ungefährlich ist. Es gibt ja viele, die sagen oder stolz damit angeben, wie oft sie schon eine Gewicht bekommen haben und nichts passiert ist. Naja, man muss halt Glück haben. Vielleicht verlässt einmal das Glück. Und was man da halt nämlich bedenken muss, ja, kann gut gehen, aber muss halt nicht gut gehen. Und auch eine geringere Spannung kann halt zum einen dazu führen, dass ihr euch irgendwie bewegt, wie ihr nicht wollt. Und ja, gerade im Haushalt kennt man es ja, die Geschichten wahrscheinlich, dass dann Leute von der Leiter fallen oder sowas, wenn sie eine Gewicht bekommen. Das kann natürlich auch hier passieren. Wenn ich hier eine Gewicht bekomme und irgendwie ungünstig rückwärts falle, dann kann ich mal auch irgendwie den Schädel andotzen oder sowas. Und naja, je nachdem, wo es kommt und es fließt halt irgendwie übers Herz, das kann da halt auch böse Dinge machen. Na gut. Hier sind wir, soweit offen. Wie wir gesehen haben, die Clips, die wehren sich leicht. Also man kann hier über die Bildqualität auf jeden Fall nicht meckern. Das Ding hier ist robust zusammengebaut. Ist das hier eigentlich nochmal drin oder fällt jetzt der Monitor einfach raus? Nee, der fällt jetzt sogar einfach raus. Also so kriegt man den auseinander. Wir können ja mal reingucken, wenn wir eh schon offen haben. Ja, sind ja hier am Basteln und da können wir dann auch mal einen Blick ins Innere werfen. Hier ist diese Verriegelung. Ja, der ist einfach nur so ein bisschen angeschrägt, dieser Knopf, und gefettet. Und der drückt dann hier die gefederten Bereiche hier runter. Hier werden Federn dran sitzen. Hier in dem Kasten sitzt die ganze Elektronik. Kann man den sinnvoll auseinandernehmen? Ja, von der Seite. Gleich mal gucken. Hier oben sehen wir auch schon die Abdeckung mit so Kabeln. Da ist ein hellblaues und ein hellrotes oder pinkes. Das heißt üblicherweise, dass das die Kaltlichtkathoden sind. Oh, hier unten auch nochmal welche. Also 4 Röhren. Und ja, an der Seite haben wir dann nochmal USB. Das sind tatsächlich mehr Kabel als erwartet. Ja, dann werden die tatsächlich den Hubchip hier drin haben und die hier nur einzeln benutzen. Gut, gucken wir mal gerade nach einem passenden Schraubendreher. Die Schrauben sind etwas filigraner hier. Da würde ich sagen, wir werfen erstmal einen Blick ins Innere. Dann haben wir das auch abgehandelt und ich weiß mal, was Dell da damals verbaut hat. Was ist eigentlich damals? Steht hier irgendwo ein Datum drauf?
So direkt sehe ich jetzt nichts, was ich als realistisches Datum bezeichnen würde. Hier ist was. Dezember 2005. Ja, das könnte durchaus hinkommen. 2005. Also über 15 Jahre alt das Ding jetzt. Geht auf die 20 zu. Hat dafür gut durchgehalten. Also das ist jetzt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier so ein Monitormodell vor der Nase habe, was wirklich kaputt ist. Was ich habe, ist, dass hier bei denen schon mal, wenn man so mehr betreibt als nur, wie ich hier gesagt habe, vielleicht ab und zu mal irgendwie ein bisschen was monitoren. Wenn die im Dauerbetrieb sind, täglichen Gebrauch, da habe ich dann schon mal, dass die Röhren nachlassen, die da drin verbaut sind. Dann geht die Helligkeit halt sehr deutlich runter. Könnte man wahrscheinlich auch reparieren. Die Röhren gibt es zwar offiziell nicht mehr, aber zum einen, man kann Gebrauch noch eine Menge abgreifen oder man kann halt tatsächlich versuchen, das auch auf LED umzurüsten. Gibt dann wahrscheinlich nicht so ein gleichmäßiges Bild, weil man hat halt beim Umrüsten meistens nicht so viele Möglichkeiten wie der Hersteller. Aber man kann es versuchen. Na gut, was man im Übrigen auch machen sollte, im Gegensatz zu mir, ist hier noch irgendwie eine Decke oder sowas drunter legen. Einfach, dass das Ding nicht verkratzt. Hier ist es mal halt relativ wurscht, ehrlich gesagt, weil das Ding schon so alt ist. Gibt es hier was zum Stecken? Ja, hier gibt es was zum Stecken. Wunderschön. Schauen wir da doch mal rein. Ups. Ja, du solltest nicht einen Abflug machen. Hier meine ich. So, ups, du bleibst hier. Okay, gehen wir mal angeln. Die zwei braunen an der Seite hoch. Dann sollte sich das Kabel hier entnehmen lassen. Wunderschön. Dann haben wir das nämlich zumindest schon mal lose. Dummerweise hier nochmal mit einem Klebestreifen fixiert. So einem Ferritkern. Ferritkerne macht man üblicherweise drauf, um Störungen draußen zu halten. So. Jetzt müsste das Kabel aber rausgehen hier. Immer noch nicht. Ach. Das ist nochmal ein Klebepad unten drunter, womit sie es festgeklebt haben. Also hier bewegt sich wirklich gar nichts bei dem Ding. Mal gucken, ob wir es jetzt rausbekommen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt müssten wir den hier abnehmen können oder zumindest aufklappen. Okay, ich sehe rein. Hier sind die, da sind die. Dann machen wir mal hier unten die beiden ab. Das sind ja zwei von unseren Röhren. Blau links. Mal gucken, ob das so geht oder ob wir hier abschrauben müssen. Ich fürchte, wir müssen erst abschrauben. Wie war das? Gibt eine schnelle Reparatur. Ja, nicht, wenn dann irgendwie doch so die Motivation durchkommt, mal ins Innere zu gucken. So, die beiden raus. Die gehen hier unten, wie gesagt, auf die Röhren. Die anderen beiden sollten drin bleiben können. Die können wir jetzt hier rumklappen. Jetzt können wir hier ins Innere gucken. Dann haben wir dann klassischer Aufbau. Den findet man heute auch noch häufig. Wir haben zwei Boards. Einmal hier das Netzteil und hier die digitale Logik. Das heißt also, das hier ist die komplette Bildaufbearbeitung. Interessant. Das heißt, hier ist der DVI-Port, der VGA-Port und der USB-Hub sitzt hier mit drauf. Die Feder hier hinten, die geht auf die Rückwand vom Monitor, einfach um das nochmal alles schön zu erden. Und das Netzteil selber, das ist für zwei Sachen zuständig. Zum einen nimmt es den Strom, der hier unten reinkommt. Der wird dann hier ein bisschen gleichgerichtet, gefiltert. Komplettes Schaltnetzteil hier in dem Bereich. Dann kommt am Ende eine Spannung raus. Die Spannung geht zum einen, oder werden mehrere Spannungen sein, so wie das Kabelbündel hier aussieht, diese Spannungen. Die versorgen das Digitalboard. Wahrscheinlich so ein paar Spannungen, die normal sind. 5 Volt, 3,3 Volt, 12 Volt. Aber vielleicht auch so Sachen wie minus 12 Volt oder sowas für irgendwelche Verstärker. Das hat zwar jetzt kein Audio integriert, aber wer weiß. Plus es gibt eine Rückmeldung. Hier, mach mal bitte Hintergrundbeleuchtung an. Mach mal Hintergrundbeleuchtung auf folgende Helligkeit. Und das steuert dann hier diesen ganzen hinteren Teil an. Das ist ein Hochspannungsgenerator für diese CCFL-Röhren, die Kaltlichtkathoden. Und ja, die sorgen dann für die Hintergrundbeleuchtung. Ja, schauen wir nochmal kurz drauf. Zumindest bei hier, dem würde ich gerne drauf schauen. Nicht, dass da noch Kondensatoren kaputt sind. Mal gucken, wie die aussehen. Wenn ich es rauskriege, oh, der ist hier unten auch nochmal verschraubt. Okay.
definitiv haltbar, das Ding. Ernsthaft? Der ist von hinten nochmal festgeschraubt? Okay, das hatte ich auch noch nicht. Üblicherweise sind die halt mit ein paar Schrauben fest und das war's. Hier hat man anscheinend tatsächlich mehr. Ich kenne hier solche Verschraubungen eigentlich eher von Trafos. Aber bei so einem Monitor braucht man eigentlich keinen so großen Trafo. Einen kleinen für die Hochspannungsteil, ja, aber das hier? Nutzen die das als Kühlkörper? Da sind wir. Okay. Tatsächlich. Also, gucken wir nochmal hier drauf, was wir so haben. Wir haben den Eingang hier. Die Erde geht direkt hier auf diese eine Öse hier. Das ist auch die, die eine Zahnscheibe extra drauf hatte, dass die hier guten Kontakt macht zum hinteren Gehäuse. Dann geht der Strom rein hier. Wir haben Gleichtaktdrossel, Kondensatoren. Hier sieht es nach MOSFETs aus, zum Überspannungen ableiten. Das Ganze wird dann hier gleichgerichtet in den großen Kondensator rein. Das ist der hier. Ich leider nicht sehen, von welcher Firma oder irgendwas. Von da aus geht es dann anscheinend hier auf ein Schaltnetzteil. Ich gehe mal davon aus, dass der Teil hier, dass wir hier eine Art Transistor wahrscheinlich haben. Hier dann den dazugehörigen Trafo. Wir sehen einen Optokoppler für eine Rückmeldung. Ist also sekundär wahrscheinlich gesteuert. Haben sogar ein Poti, um was einzustellen. Und dann haben wir hier hinten in dem Bereich zwei große Kühlkörper mit nochmal ein paar Beinchen. Das werden dann Spannungsregler für die anderen Spannungen sein, die dann hier entsprechend nochmal gerichtet werden. Und die Kühlkörper, die sind tatsächlich mit der Rückwand- und Wärmeleitpaste verbunden, weil, hey, man kann's. Okay, habe ich so noch nicht groß gesehen bei so einem Gerät, was eigentlich wenig Strom brauchen sollte. Von da aus dann hier dieses Kabelding in Richtung vom Mainboard. Interessanterweise aber nicht gesteckt, wenn ich das richtig sehe. Auf der anderen Seite ist es gesteckt, okay. Und dann hier dieser Bereich, das ist wie gesagt die Hintergrundbeleuchtung. Ein paar Chips dafür für jede Seite ein. Haben einen Übertrager, was interessanterweise auch unterschiedliche Modelle sind, okay. Hochspannungskondensatoren, die Schlitze, um die Hochspannung da im Zaun zu halten und dann geht es halt raus. Okay. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, hier die ganzen Kondensatoren, die sehen alle sauber aus. Also ist nichts, was irgendwie aufgebläht oder geplatzt ist oder irgendwas. Ja, also wie man sieht, man kann auch Dinge bauen, die halten. Wie gesagt, kommt jetzt an die 20 Jahre und läuft noch. 35 Volt, ja. Hier sehe ich jetzt auch nicht groß irgendetwas direkt, aber ich gehe mal davon aus, das ist irgendwas recht Bekanntes und Zuverlässiges. Na gut, so viel dazu und ach komm, jetzt haben wir schon so viel auseinandergebaut, holen wir den Rest auch noch raus. Hier hinten im Übrigen auch, jede von diesen Schrauben hat nochmal eine Unterlegscheibe und so Punkte auf dem Board, dass da auch ja die Masse vom Board mit dem Gehäuse, mit dem Metallgehäuse komplett verbunden ist. Und wir sehen es ja auch hier, hier sind auch solche Finger dran, dass dieses Gehäuse zum Monitor, also zum eigentlichen Display-Panel, auch eine gute Verbindung hat. Also ich gehe davon aus, wenn man das Ding hier auf Funkstörungen prüft, dann hält sich das sehr in Grenzen. Es ist zwar ein Gerät, was wahrscheinlich ein bisschen was auch machen wird, einfach wegen dem ganzen Hochspannungsteil, was halt auch eine höhere Frequenz hat, aber ja, man hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, das im Gerät drin zu halten, wo es auch immer geht. Im Übrigen das hier, was ihr seht, das ist das Kabel, was zum eigentlichen Display geht. Das wird wahrscheinlich LVDS heißt das sein. Das ist so eine Art, man könnte sagen, HDMI für innerhalb von Displays. Ist nicht ganz so universell, weil keinerlei Metadaten da sind. Da sind halt wirklich nur die reinen Bildsignale drin. Das heißt also, das Controllerboard muss auch immer zum Panel passen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ja, wir holen hier so ein Panel und nutzen das jetzt für was anderes. Also kann man schon, aber da muss man halt gucken, dass man dann am Schluss auch tatsächlich einen Controller hat, der genau das spricht, was man hier gerade machen möchte. Also genau die Auflösung auch kann, die Bildwiederholfrequenz, die dieses Panel da unten erwartet. Schauen wir da mal nach, was sie da noch gemacht haben. Gehen wir davon aus, viel werden wir nicht sehen. Irgendein großer SoC, der dafür da ist, das Bildsignal aufzubereiten. Das heißt also, gerade VGA muss man halt komplett einmal umwandeln und digitalisieren. DVI bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob das schon irgendwie so ein sinnvolles Format ist für ein Panel.
Aber man möchte ja so oder so die Bildsignale verändern, weil man auch üblicherweise so Einstellungen hat wie Kontrast oder sowas. Das geht ja durchaus aufs Bildsignal. Plus ein separater USB-Hub-IC muss ja noch drauf sein. Im Übrigen, was ich eben gar nicht erwähnt habe, bei dem Board, was wir da unten haben, unserem Netzteil, da ist auch dieser 12-Volt-Ausgang für die Audiobox hier hinten drauf. Das ist die hier. Hier unten gucken, hier ist die Buchse. Sind auch hier wieder Fräsungen, dass diese 12 Volt, die wahrscheinlich hier außen laufen, nicht zur Hauptspannung, zu der 230 Volt Seite irgendwie sinnvoll versehentlich durchschlagen können. Das ist also auch möglichst getrennt. So, letzte Schraube. Also zumindest mal für das, was ich jetzt vorhabe zu zerlegen oder mir gerade vorgenommen habe. Weil wie gesagt, eigentlich wollte ich ja nur den Taster kurz machen. Aber wie gesagt, ich hatte die hier noch nicht auseinander und da überwiegt dann irgendwie die Neugierde. Okay, können wir es einfach wegklappen? Ja. Ja, ich denke, wir sehen schon genug hier so. Wir haben hier in der Mitte, wie gesagt, den großen IC Genesis. Display Perfection GM5621LF von 2005, 47. Woche. Also kommt dann auch ungefähr hin mit dem, was wir gesehen haben. Der nimmt die Daten rein, die hier ankommen. Sehen hier auch Pufferchips. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Überspannungsschutz und solche Späße sein. Haben tatsächlich nochmal hier eine Stromsection. Das heißt also, der baut sich selber teilweise auch nochmal Spannungen zusammen. Was haben wir noch? Irgendwo wird noch ein EEPROM sein. Könnte der sein oder einer von denen, der die Displaydaten beinhaltet. Also welche Auflösung kann ich, welche Frequenzen. Der sagt dem PC dann Bescheid, hier gib mal das hier. Und der Bereich hier eindeutig, der USB-Hub-IC. Was haben wir da? SMSC ist das. USB-2504-JT. Okay. Gut. Ja, ich denke, das reicht jetzt aber auch. Oh, was ich gerade aber auch sehe, hier unten. Nochmal Klammern. Das heißt also, auch hier ist nochmal vom Gehäuse etwas, was dann hier auf die Buchsen drückt, um da nochmal eine Erdung herzustellen. Wir haben hier Moment, achso, das ist von USB, genau. Und hier haben wir beim DVI nochmal so einen leitfähigen Schaumstoff, der da nochmal eine Erdverbindung herstellt. Also zumindest mal das mit der Massereferenz haben sie hier definitiv sehr ernst genommen. Dann bauen wir den ganzen Kram wieder zusammen. Mit Glück klappt es dann am Ende auch noch zumindest so weit, wie es vorher geklappt hatte. Und dann schauen wir uns halt gleich diesen einen Schalter noch an. Aufbau, wie gesagt, es hat sich nicht viel geändert. Bei modernen Monitoren hat man meistens immer noch dieses Layout mit zwei Boards. Einfach mit dem Hintergrund, naja, ein Netzteil zu designen ist ein bisschen was anderes als so ein hochkomplexes Full HD, jede Menge Bandbreite, digital verwurschtel Board zu designen. Das ist meistens dann so, dass hier das vom Display Manufacturer gemacht wird. Und das Netzteil häufig dann an eine externe Firma vergeben wird. Und das ist dann einfacher, wenn man zwei Boards baut. Das heißt also, dieses Konzept, dass man zwei Sachen reinmacht, gibt es auch heute noch. Die Boards sind eventuell ein bisschen kleiner geworden. Ja, keine Frage. Wie gesagt, das Ding hier ist schon ein bisschen älter und entsprechend hat sich die Technik da auch noch an vielen Stellen weiterentwickelt. Heute dann auch zum Beispiel nicht mehr dieser ganze Abschnitt hier mit der Hochspannungsgenerierung für irgendwelche Kaltlichtkathodenröhren. Heute hat man ja eigentlich, wenn man eine Hintergrundbeleuchtung hat, dann LED-Hintergrundbeleuchtung. Eventuell bei größeren Monitoren sogar etwas komplexer. Dann macht man dann nämlich die LEDs alle einzeldimmbar noch, einfach um bessere Schwarzwerte zu erreichen. Gibt natürlich ein paar Sonderformen, zum Beispiel die OLED-Displays, die brauchen dann keine Hintergrundbeleuchtung. Ja, das Grundprinzip von wir haben ein Netzteil und wir haben ein Digitalboard ist fast immer aber gleich geblieben. Was es zusätzlich noch gibt, das ist dann ein Treiberboard. Das ist hier bei dem irgendwo unter dieser Klappe hier. Der verteilt hier das Signal, was reinkommt, dann auf die einzelnen Zeilen und Spalten. Das werde ich jetzt nicht weiter zerlegen. Ich glaube, wir sind schon tief genug hier eingedrungen. Dieses Treiberboard, das ist ein guter Kandidat, wenn ihr mal irgendwie so Monitor oder Fernseher oder irgendwas habt, wo Streifen im Bild sind. Es ist fast immer entweder das Treiberboard oder es tatsächlich die Hotbar kaputt ist. Das heißt also die eigentliche Verbindung von dem Glas, Plastik, was auch immer das ist, zum Flachbandkabel, wo die Steuerung dran hängt.
Wenn die kaputt ist, man kann es halt heiß machen und dran drücken und hoffen, aber in vielen Fällen ist da dann nicht mehr ganz so viel zu machen. Aber gerade wenn es irgendwie nicht so ist, dass es beim Draufdrücken nicht mehr zurückkommt oder sowas, ist es eine gute Chance, dass man dieses Treiberboard, was da drin ist, gegebenenfalls auch tauschen kann, je nachdem, wie es aufgebaut ist natürlich. Wenn die Hotbar direkt drauf geht, dann tauscht man das nicht. Aber es gibt halt viele Modelle, die alle unterschiedlich aufgebaut sind. Und ja, im Zweifelsfall muss man halt einmal aufmachen und gucken, was man vor der Nase hat. Müssen wir jetzt hier gerade unnötigerweise tun, aber man lernt halt raus. Damit können wir dann zu dem Punkt kommen, für den ich eigentlich hier war. Nämlich hier unten dieses Board, wo am Ende unsere Schalter dranhängen und wahrscheinlich dann auch der eine Schalter, der nicht möchte. Mal gucken, das sind relativ flache Schrauben, die gehen ja nur in so einen dünnen Plastikrahmen dran. Und da müssten wir sein. Ich habe die dumme Befürchtung, dass da jetzt ein Dome drauf ist. Natürlich. Das ist schade. Also ein Dome ist nicht ganz so einfach, wie ein richtiger Taster zu reparieren. Drückt, 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 drückt. Der drückt aber auch noch. Ha. Was ist denn da los? Was wir noch haben, ist halt, hier ist der eigentliche Taster, den man von außen hat. Der sitzt über diesen beiden, das ist eine Dual-LED, grün und Amber wahrscheinlich. Hier an der Seite, da ist so ein kleiner Punkt, der drückt hier drauf. Ich habe gerade so die dumpfe Vermutung, dass einfach dieser Punkt abgenutzt ist, abgebrochen ist. Das ist nämlich relativ dünn. Okay, da können wir dann einfach irgendwas Plastik hier draufkleben. Das müsste eigentlich schon ausreichen. Okay, und ich habe hier noch meinen UV-Kleber. Das könnte klappen. Dann, ich probiere mal hier drauf aufzubauen, wo der Pinöppel vorher war. Einfach weil das wahrscheinlich besser geeignet ist, später nochmal irgendwie was runterzuschleifen, als dieser Dome da. Dummerweise ist der Kleber ziemlich hart geworden. Durch die Temperaturen hier. Also UV an und auf wie geht's. So, was ich gemerkt habe, von hinten drücken hilft auch ab und zu. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen was an Pappe einfach dahinter klemmen. Das ist ja eine Stelle, wo nicht wirklich Hitze zu erwarten ist. Da sollte das kein Problem sein. Da legen wir den Monitor da einfach drauf. Mit etwas Glück ist das dann ausreichend. Muss ich nur den Rest hier irgendwo finden. Wo ist der? Da. Wie war der hier? Der war so da drauf. Und dann das Geraffel hier. Ja. Und. Okay. Clips drücken. Und hier hinten hat man ja die Schrauben rausgeholt. Die machen wir natürlich auch wieder rein. Nicht, dass man sie bräuchte. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas auseinanderfällt mit dem Aufbau. Weil diese Clips, die waren wirklich sehr fest. Aber sicher ist sicher. Hier hinten kommt, wie gesagt, normalerweise der Ständer dran. Der steht bestimmt auch hier irgendwo rum. So. Theoretisch müsste das jetzt passen. Ja, die Mechanik klappt noch. Dann gucken wir mal, was wir denn so bekommen. Stromkabel. Yep. Ja, hier unten ist noch nicht ganz drin. Ja, besser. Braucht natürlich gleich noch ein bisschen aufwischen hier, aber das müsste so gehen. So einstecken. Ich glaube, der geht direkt an. Genau. Und wir sehen jetzt ja hier, wenn ich hier drücke, analoge Eingabe, digitale Eingabe, also prinzipiell Flachbandkabel und so, geht anscheinend noch bis zum Controller durch. Die anderen Button, wie gesagt, tun hier aktuell nichts, fühlen sich aber gut an. Der Power-Button, er ist immer noch sehr schwammig, aber wenn man feste genug drückt, dann geht es auch entsprechend aus und entsprechend wieder, naja, da an. Also technisch klappt das Ganze. Es ist nicht wirklich schön, aber für meine Zwecke wird es erstmal ausreichen. Man kann aus- und einschalten. Das reicht schon mal, da muss ich nicht immer den Stecker suchen, wenn man dann nur mal kurz weggeht.
Und ich würde sagen, damit kann der hier wieder zu irgendeinem Installationsplatz wandern. Da dürfte er auf jeden Fall einen halbwegs brauchbaren Job machen und auch weiterhin hoffentlich ein paar Jahre das tun, was er soll.